Hallo und herzlich willkommen hier, es war das hier auf der Karte von Thüringen, Besuch 3.0001. Ja, ich mache noch weiter und mir jetzt hier weiterhin Gras, und zwar übergebe ich es gleich an Kurzfahrer. Und ich werde mir gleich mal am Daumen kümmern, dass wir ein, ups, Füße abrasiert, sobald wir können hier mit Ballen pressen, ne? Steht schon parat, hier wird man gleich einen Kurs speichern. Hier muss ich mal irgendwann mal korrigieren, weil es ging schief. Ja, die Ballpresse ist hier mit Traktor. Und da werden wir gleich mal den Kurs laden. Unkraftbekämpfung, ne? Aussaat, Wiese, Krone, das ist gut. Da habe ich wieder mal nichts gespeichert, keine welche Wiese. Gut, ist so, da müssen wir ein bisschen warten. Wir gehen mal dessen auf unsere Feld 10. Da geben wir auf den aktuell nächst passenden Wegpunkt und stellen mal ein. Das ist eine vorbeugende Maßnahme. Unkraut wächst jetzt sowieso irgendwann. Beziehungsweise beginnt zu wachsen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Dann werde ich mal gleich mal suchen, ob ich noch andere Aufgaben vorbereiten will. Muss. Das ist jetzt Feld Nummer Düngen. Hier werde ich mal einfach, der ist die erste Runde gefahren. Wir denken mal, dass wir dann gleich nochmal 10. Mais vorbei, okay. Ich muss mir mal ein bisschen reinfinden nach einer Woche. Düngen ist fertig. Gut. Hätte ich beinahe umgeschickt. 48 ist er bei. Da ist er auch bei. Okay. Dann müssen wir hier mal ungünstig hier, ne? Hier muss ich mal gucken, wo er praktisch wieder anfangen muss. Erstmal hier den Rest machen. Es könnte sein, dass er da weiterfindet. Könnte sein. Nächst passt ein Punkt, das passt. Das ist typisch. Hätte ein bisschen mehr machen können, ne? Na gut. Man kann noch hier was einstellen bei Crossplay, dass er ein bisschen später hochhebt. Oder früher absenkt, das kann man auch machen. Aber da muss man irgendwann mal dran denken, ne? Anführungszeichen. Ne? Ich vergesse es garantiert. So, dann gehen wir rüber. Feld Nummer 60. Unser Maisaussaat. Hier ist er gleich in grün, beziehungsweise hier gehen wir auf aktuell und nächstpassenden Punkt und lassen hier mal anzeigen, ne? Anzeigen. Wir ungefähr sehen, wo wir waren, wo wir sind. Ist ja auch fast fertig. Einstellen, so, das dürfte reichen normalerweise von der Menge her. So, Dünger als Saatgut. Und dann mal hier mal gucken. Da muss der zuerst eingemacht werden, also fahren. Mal gucken. Ja. Hier wollen wir das gleiche machen. Also hier mal ganz kurz. Oh. Habe ich hier nicht gespeichert? Doch, 38 Aussaat Mais, 2 Fahrzeuge. Das war links. 7,5 Meter links ist überhaupt nicht hin. Kurs mal den Kurs laden. Grunde sind wir.
Da muss ich mir zurechtfinden. Oh, das ist schwierig. Mal gucken mal. Rechts. Das ist schon mal korrigiert. Aktuellen Punkt. Nee, es passt ein Punkt. Bin mir nicht ganz sicher, wie jetzt hier fährt. Ne? Das ist jetzt rechts von dem. Und dann muss er eigentlich geradeaus durchfahren. Schauen wir mal, ob er hinkriegt. Ne? Ansonsten gehen wir gleich zum nächsten Fahrzeug. Ne? Also, da muss man im Auge behalten, was der Bursche macht. Weil das hier ein bisschen unklar ist und da schon fertig ist. Also der kann sein, dass er da am verkehrten Punkt angefangen hat. So, gucken wir mal, ob die Leistung passt. Keine Fehlermeldung, das ist wichtig. Ich habe die Bitrate wieder ein bisschen erhöht heute. Um 5000. Immer in kleinen Schritten, bis Fehlermeldungen kommen. Das wäre dann der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, wir gehen mal 5000 runter. So, ist jetzt bei mir Mittwochabend oder nachts um 11. Ich versuche heute die 7 Folgen zu schaffen. Dann kann ich morgen alle Ruhe bearbeiten und dann bin ich zum Freitag fertig. Beziehungsweise, ja, Freitag fertig. Ja. Hier hat er den Kurs gelassen. Da oben ist rechts. Dann können wir das anderen schon mal umstellen. Denn Anne macht mich auch rechts. Das ist dann jetzt Unsinn, ne? Dann machen sie beide das gleiche. Entlassen. Dann bist du der Linke. Und dann muss ich mal gucken. Der fährt nämlich genau den Kurs ab, den er eigentlich nicht fahren soll. Bin mir nicht ganz so sicher, wo jetzt der jetzt fährt. Wir werden ihm mal folgen, denn der weiß ja eigentlich, wo es hingeht, ne? Eigentlich. So. Dann ist der da gefahren, links. Wir werden mal ganz salopp vorausfahren und mal schauen, welchen Kurs wir dann fahren müssen. Ne? Der links ist, der rechts, dann bin ich links und dann muss ich gucken, wo ich wenden muss. Um den Kurs weiterfahren zu können. Bei quadratischem Feld wäre das einfach, aber ein Fahrzeug ist auch einfach. Bei zwei, also wie jetzt, so wie es hier aussieht, etwas schwierig, aber muss ich gucken halt, ne? Zum Plus, wenn wir links fahren, dann kann schon mal nicht schief gehen. Sei denn, wir fangen zu früh an. So, der von da, und der fährt dann hier weiter. Den Kurs. Dann muss er hier weiterfahren. Und hier vorne eigentlich. Ab hier. So, dann müsste er jetzt hier geradeaus weiterfahren. Um den Kurs links. Da müssen wir aufpassen, dass er nicht da fährt. Ne? Was hier passieren könnte. Wenn zwei Kurse dicht zusammen sind, dann muss er sich entscheiden. Ne? Und das ist dann immer ungünstig. Heißt, ne? Man sollte dann ein bisschen aufpassen. Ich habe mir jetzt hier ein paar Kurse runtergeladen vom Shop, also vom Shop nicht, in so einem Forum, wo auch Modkörper nicht zu finden ist, ne? Da gibt es dass jemand Kurse hochgeladen. Ob die gut oder schlecht sind, das werden wir rausfinden. Irgendwas haben wir da schon mehr als ich habe, ne? Oder hatte. Also die alten ja im Prinzip überschrieben. So, müssen wir mal kurz gucken. Ich brauche jetzt den anderen LKW, der mir jetzt im Prinzip
den bedienen kann. Der wird ja bald leer sein. Beziehungsweise da ist der eine Tank. Ja, da ist ja der eine. Mit dem man auch den Sprit in eine Tankstelle reinbringen kann. Beziehungsweise den Pflanzenschutzmittel in den Vorratsbehälter am Hof. Denke ich mal. Davon gehe ich aus. Dieser Tank, da konnte ich nicht umfüllen, aber ich habe meinen ganzen LKW einfach mal dahin fahren, Richtung Feld 10, um den her bei Gelegenheit, da konnte ich abkippen. Jo. Da kippt man ein bisschen noch raus, nicht alles, ein bisschen. Lassen wir so 10.000 bis 15.000 drin. Gut, da geht es auch. Dafür geht nicht. So. Den Rest lasse ich mal drin. Denke mal. Ja. Weil. Den brauche ich jetzt. So oder so. Also hier sind jetzt ein paar Kurse gespeichert, und zwar im Blau. Wahrscheinlich in alle Richtungen fahren zu können. BGH ist nicht angeschlossen. Gut. Das wäre für mich dann auch kein Problem. Müsste ich halt selber machen. Ne? Wir fahren also Feld 10. Big M hat fertig. Big M ist fertig. Dann können wir gleich Ballen pressen. Das wäre dann praktisch, ne? Mal sehen, ob unsere Ballen jetzt wegrollen. Normalerweise, naja gut, da wo es extrem steil ist, da hilft es auch nicht, ne? Das ist den Augenblick, wo wir, ja, wir schauen mal, ne? Ob das funktioniert. So. Ersten Wegpunkt. Arbeitsmodus. Einstellen. Das sind ja nur Grasballen, ne? Oder Silageballen für unsere Kühe. Grasfeucht. Ja. Ist dunkelgrün, ne? Na gut. Sollte nicht kein Problem sein. Grasfeucht. Ja, ist das so, ne? Hier ist es so steil, da denke ich, da rollen die auch weg. Ja, also da mal kurz schauen, ob das passieren wird. Gehe ich von aus, ja. Na, die bleiben liegen. Ey, Wahnsinn, das funktioniert. Da bin ich mal richtig pumps überrascht. Gute Arbeit geleistet, Höllinger. Das hat mal klappt. Sogar im LS, so. Wir wollten auf LKW gehen und den Bekronen wollten wir wegräumen. Den muss auch noch weggefahren werden. Da kann er bei Gelegenheit auf Feld Nr. Die nächste Wiese dann machen. Ne? Das wären jetzt die Lageballen für die Kühe, für Mischfutter. Ne? Wo ist der Bekronen überhaupt? So weit weg? Bin nicht so sportlich. So. Der macht noch eine Runde. Die Krone. Kostet ja auch Geld, ne? Und wenn er läuft, also an ist, dann spinnt er, ne? Dann frisst er auch Sprit. Kosten. Gottes Willen. Hier. 62. Die Wiese. Gut. Ach nu. Haben die noch Futter? Da muss man mal gucken. Der letzte war schon ein bisschen länger her. Eine Woche. Ja, das sieht gut aus. Futter an sich dürfte kein Problem. Wasser nur im Auge behalten. Und im zweiten Stall ist Sauberkeit wieder ein Thema. Ansonsten hier unsere kräftigen, ne? Leute. So. Ich hoffe ja, dass im LS, wie auch immer heißen wird, im neuen, besser ist, ne? Dass sowas dann nicht kommt.
Wo parke ich den denn rein? Boah. Wo war der gewesen? Mache ich mal hier rein, wo die Grastechnik ist. Ist ja ein bisschen dick, der Bursche, ne? Oh, gerade so. Weil keine Kollision war. Ich meine, das ist gerade ideal, ne? Das würde ich in einem wahren Leben nicht so machen, weil das einfach zu eng ist. Und die Gerätschaft zu teuer. Na, da kommen wir nicht rum die Ecke. Da wieder rauszufahren, da tun wir uns keinen Gefallen. Ja, nur Probleme, nur Ärger mit dem Personal. Gut. Die anderen Wiesen machen wir später. Die werden wir sehen, dass wir erstmal die Felder behandelt kriegen. Der Dünger wird sich bald, Pflanzungsmittel wird sich bald melden. 3%. Mein LKW, wo ist der? Das ist ja oben. Ja, Kalk müssen wir irgendwo mal holen vom Lager. Müssen wir einkaufen. Der Bruder ist sportlich, heute ist er fick. Flink. Flink, flink. So. Auf zu Feld Nummer 10. Weil der ist garantiert. Der erste ist fertig. Der Mais ist fertig. Gut. Aber da muss ich garantiert nacharbeiten durchführen. Ach, hier ist der Traktor hingefahren. Erste Mal hoch 3. Wo kommt er eigentlich? Keine Ahnung. Hier hat es den Vorteil, dass er jetzt auch in beide Richtungen fahren könnte. Ob das so ist, das weiß ich noch nicht. Aber die BGA muss ich gerade anschließen. Da kommt der Profi ist fett, das muss aufgefüllt sein. Ich darf mal den Kurs mal zu stehen und gucken, wie das gemacht wurde, ob das wieder persönlich zusagt, ne? Weil gut, bisschen anpassen, das kann man sicherlich noch machen, das ist aber im Großen und Ganzen ist das nicht schlecht. Die Felder hat er nicht gemacht, ist aber okay. Das ist anfänglich die kleinere Übung, kann man sagen, ne? Das sollte nicht so schwer sein. Beim ersten Mal dreschen mit einem Cosplay da entsprechend mitzufahren, ne? Ja, die Felder sind also angeschlossen, Zeichen, ne? Die sind nummeriert. 17. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs Liken. Ich grüße alle neuen und alten Abonnenten. Ja, und dann tschüss und winke winke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.